liebe Pferde- und Fehlfreunde, hier ist die Nile von der Equinale und wir starten heute mit der Serie, bei der ich euch die verschiedenen Filmpreiskategorien der Equinale erkläre. Und wir starten heute eben mit dem Thema Spielfilm und was denn ein Spielfilm überhaupt ist. Also ein Spielfilm ist an sich ein Kinofilm, der länger als 60 Minuten ist und der auf einem Drehbuch basiert. Was heißt das jetzt genau? Also das ist eine meistens fiktionale Geschichte, also erfundene Geschichte, die dann verfilmt wurde. Und das war, früher waren das eigentlich nur Kinofilme. Heutzutage bezeichnet man auch TV-Filme, die länger als 60 Minuten sind, als Spielfilm. Ja, und bei unserer Kategorie Spielfilm geht es natürlich um das Hauptthema Pferd. Da können eben solche Spielfilme eingereicht werden oder eben Spielfilme, in denen Pferde in Nebenrollen spielen. Das heißt auch irgendwelche Historienfilme oder Western, da spielen ja auch Pferde immer eine Rolle und sind ein sehr wichtiges Stilmittel. Also da so ein Westernfilm oder Mittelalterfilm könnte nie ohne Pferde existieren, das wäre komplett lächerlich. Also darum können bei uns in der Kategorie Spielfilm auch solche Filme eingereicht werden, in denen eben Pferde nicht nur eine Hauptrolle spielen, so wie eben in Ostwind, Wendy oder Immenhof oder auch in den vergangenen Filmen wie Der schwarze Hengst oder Hidalgo. Also es gibt jede Menge Filme, wo Pferde eben Hauptrollen gespielt werden. Nein, bei der Kategorie Spielfilm der Equinale können auch Filme eingereicht werden, wo Pferde eine Nebenrolle, aber auch sehr wichtige Rolle spielen. Okay, das war's mal zum Thema bzw. zur Kategorie Spielfilm und ich freue mich auf Fragen oder Kommentare oder noch mehr freuen wir uns dann und ich mich über Einreichungen in der Kategorie Spielfilm. Okay, bis bald, eure Nile.